Ja, Stand der Dinge ist der, dass ich beim tschechischen Pro-Kontinental-Team Whirlpool einen Jahresvertrag unterschrieben habe und darauf freue ich mich riesig. Ja, für mich ist natürlich eine Riesenerleichterung jetzt nach dem letzten 1,5 Jahren, die für mich persönlich ja super schwer waren, dass ich jetzt wieder eine Perspektive habe und professionell Rad fahren kann. Das ist natürlich ja für mich ja gigantisch. Ja, gut, ich bin in erster Linie natürlich froh, dass die Zeit vorbei ist. Ich habe ja viel aus der Zeit gelernt und möchte jetzt einfach einen Neuanfang machen und ja, darauf freue ich mich jetzt natürlich und habe aus den Fehlern gelernt und das, denke ich, kommt mir in meiner weiteren Karriere dann mit Sicherheit auch zugute. Was sagst du denn Leuten, die jetzt sagen, Kritikern, die sagen, ja, jetzt packt er das eh nicht mehr, jetzt nimmt er nichts mehr. Wie steht man solchen Sachen gegenüber? Na gut, den werde ich ganz einfach beweisen, dass es nicht so ist und dafür habe ich nächstes Jahr ein ganzes Jahr Zeit und dann wird sich der ein oder andere sicherlich auch umschauen. So ein richtiger Kameramann, der sitzt dann da ganz komplett drin, aber das geht halt bei deiner Größe gut. Wir können auch schneller, also es geht schon.